Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Weiter geht's. Wir haben im letzten Part die Fähigkeit erworben zu klettern. Dank unserem neuen Freund Sneebos können wir Klippen erklimmen. Ja, und genau das machen wir heute auch. Hey! Holy moly! Na, wer bist du denn? Hey! Da möchte jemand nicht kämpfen, armes Skorgler. Denn jetzt bist du dem Tode geweiht. Nein, keine Sorge, es schläft nur. Ihr kennt das schon. Boah, Leute, mit dieser Kletterfähigkeit können wir dermaßen viele Gebiete erkunden, zu denen wir vorher keinen Zugang hatten. Schon eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Ja, aber erstmal klettern wir am besten weiter nach oben. Ich meine, wir sollten uns auf jeden Fall das gesamte Gebiet hier anschauen. Kletterklippe, ja. Sehr treffend. Ich meine, wir könnten natürlich auch zurück zum Anfang gehen und dann erstmal das Gebiet hier analysieren. Ja, und dann arbeiten wir uns nach oben. Finde ich sogar noch ein bisschen besser. Einfach, dass wir hier jedes Gebiet auf der Karte einmal aufgedeckt haben. Ich bin definitiv sehr gespannt, was es hier noch für Pokémon gibt. Und oder Geheimnisse. Ja, holy moly, jetzt greift mich doch nicht alle an, ist doch gut. Ich hab's doch verstanden. Die Luxio. Ganz schön aggressiv. Ich versuche mal eins zu fangen. Also ich werde es jetzt hypnotisieren und dann angreifen. Dann sollte ich eine relativ hohe Chance haben, das fangen zu können. Natürlich, Gengar ist paralysiert. Ach komm schon. Und sehr effektiv die Attacke. Oh nein, wie ärgerlich. Ja, Gengar. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war's mit dir. Na super, dann kann ich direkt nochmal heilen gehen. Was haben wir denn hier? Erdkräfte sind sehr effektiv. Ja, stimmt, das ist ja ein Elektro-Pokémon, das Luxio. Ja, das sollte aber Instant Kill sein. Ja, ja, genau. Okay, Leute, also nochmal zurück zum Lager. Immerhin hat Simsala jetzt noch ein Level abbekommen. Da will ich mich gar nicht beschweren. Ach, wisst ihr was? Ich bin auch voll der Frosch. Ich kann doch hier auch hochklettern. Oder darf ich nicht? Ich darf anscheinend nicht. Nö. Hier geht es nicht weiter. Was? Man kann Bäume nach oben klettern? Ach, wie abgefahren. Das wusste ich gar nicht. Ja, wir gehen erstmal über das Wasser drüber, beziehungsweise schwimmen über das Wasser drüber. Den ganzen Partner-Pokémon macht das Erkunden halt einfach viel, viel mehr Spaß. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich Pokémon nicht aus dem Ball holen darf, während ich reite. Wenn das möglich wäre, wäre das noch so ein Ticken cooler. Ja,
Es ist übrigens absolut crazy, wie riesig das X-Bad ist. Das ist ja schon ein halbes Haus, das Viech. Also in die Richtung hier links muss es ja auch noch so ein bisschen weitergehen. Hey, ein Scaraborn. Habe ich das letzte gefangen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Sehr schön, dann würde ich nämlich versuchen, das jetzt hier zu fangen. Von der HP-Anzahl her sollte das passen. Ich nehme mal einen Superball. Also die Hyperbälle, die werde ich mir so ein bisschen aufsparen für die etwas selteneren Pokémon. Das hier ist zwar auch interessant, aber jetzt nicht massiv interessant. Ah, das andere habe ich auch gefangen. Gut. Nö, da darf ich nicht hoch. Na, immerhin konnten wir da schon mal ausweichen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass hier alle Pokémon total aggressiv sind in dem Gebiet. Ich darf nicht immer diese Krafttechnik benutzen, ansonsten sind die AP der Attacke so schnell aufgebraucht. Muss ich mir auch mal so ein bisschen abgewöhnen. Na, mein Großer? Magst mal gegen meine Pokémon kämpfen? Ja, Georock, Level 45, gar nicht mal so schwach. Ja, hier muss ich jetzt die Krafttechnik verwenden, denn die Attacke ist nicht sehr effektiv. Ja, wäre im Endeffekt auch so ein Kandidat zum Fangen. Hey, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Wirrwald, uralter Steinbruch. Also wenn ich hier jetzt einfach geradeaus weiterlaufe, dann komme ich ja irgendwann an den Rand der Karte. Das wäre jetzt mal so mein erstes Ziel. Oh, Leute, sieht das schön aus mit dem Sonnenuntergang. Selbst die Kleinsteine sind hier aggressiv. Na komm, Erdkräfte. Tja, aber irgendwie habe ich damit gerechnet, dass ich jetzt hier in den neuen Gebieten auch neue Pokémon finden würde. Das sieht jetzt aktuell eher nicht danach aus. Ja, da weißt du auch nicht, was du machen sollst, ne?
Also ein bisschen karg ist es hier oben ja schon. Hey, ein Geisterlicht. Na, schau mal einer an. Wenigstens mal so ein bisschen Varianz. Wobei wir die Roselia ja auch schon mal gefangen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo. War das im roten Sumpfland? Ich meine, da wären die auch unterwegs gewesen. Ja, muss rotes Sumpfland gewesen sein im Küstenland. Sind die definitiv nicht heimisch. So, ich sehe gerade, der Scaraborn ist ja jetzt bei uns im Team. Leute, was ist denn hier los? Wieso steigen denn da so Blütenblätter hoch? Seht ihr das? Diese kleinen lilanen Punkte? Das macht mich misstrauisch. Oh, was haben wir denn da? Ist das ein Pixie? Das ist ein Pixie und ein Pipi. Oh, Leute, die fangen wir alle. 100%. Das Pixie würde ich sogar ins Team aufnehmen, anstatt Scaraborn. Ah, gut, zum Ausweichen ist es zu spät. Beziehungsweise zum Ranschleichen. Level 62. Ach, natürlich. Und direkt Krafttechnik. Mensch, 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 Mensch. Tja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine sehr effektive Attacke nehmen soll. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass das direkt drauf geht. Trotzdem ist Gengar eine gute Wahl. Alleine schon aufgrund der Hypnose. Ach komm schon wieder Krafttechnik. Ja, toll, super. So viel zu Hypnose einsetzen. Ah, Giftstreich ist sehr effektiv. Tja, dann muss ich es jetzt doch besiegen. Also Pokéball werfen wird sich hier an der Stelle nicht lohnen. Ja, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na, greifst du mich an? Hüt's doch gar nicht. Die kleine Blume hier mit großer Klappe. Ernsthaft? Ich werf doch Superbälle. Oder brauche ich hier schon Hyperbälle? Das ist doch nicht wahr. Ah, na immerhin. Mein erstes Pipi. Ach, als ob. Und das fange ich direkt. Ey, lass dich doch fangen.
sagte er und warf 60 Bälle daneben. Man merkt gar nicht, dass ich gerade total in Fanglaune bin. Das ist so ein bisschen Wiedergutmachung für das verlorene Pixie. Wir kriegen sogar noch Bonuspunkte, wenn wir nachts welche fangen, also von den Pipis. So Leute, jetzt habe ich hier aber wirklich alles abgegrast. Alter Verwalter. Gut, wir müssen weiter in diese Richtung. Was schwebt denn da hinten? Ach, das ist die Entwicklung von Magneton, glaube ich. Erstmal was craften. Oh, Hyperwelle. Sehr schön. Oh, 10 Stück kann ich davon herstellen. Ah, 3 Plätze haben wir frei. Dunkelstein. Ein bisschen was zum Verkaufen. Ja, sind jetzt alles recht unspektakuläre Gegenstände, aber fallen lassen will ich die trotzdem nicht. Na, immerhin haben wir diesen ganzen Leistungskram jetzt mal ausgegeben. Komm hier, Simsala. Ich dann noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ach Quatsch, dafür habe ich jetzt Schaden gefuttert, wie gemein. Nur weil ich so ein kleines bisschen abkürzen wollte. So wie es aussieht, wird es gleich Zeit für ein neues Burmi. Oder noch so ein Scaraborn. Nein, ein Kinoso? What? Sind das nicht genau die Viecher, die ich für diese eine Nebenaufgabe brauche? Jetzt muss ich aber mal nachschauen. 2 Gekassius vom Agrartrupp den vollständigen Pokédex-Eintrag von Kinoso. Das ist das erste Mal, dass wir so ein vermaledeites Kinoso gesehen haben. Und ich dachte, ich müsste die im Obsidian-Grasland besorgen. Ja, vielleicht gibt es die an mehreren Orten. Kann natürlich sein. Ja, wieder kein Risiko eingehen. Ey, was? Das war ein Volltreffer? Ach, als ob. Ich bin fast 10 Level höher. Ey, mein armes Simsala. Oh nein!
Das ist doch nicht die Möglichkeit. Na, dafür wirst du jetzt eingesperrt. Ein Leben in Gefangenschaft, war es das wert? Aus dem Augenwinkel habe ich gerade eben auch noch einen Mashok gesehen. Das sollten wir fangen. Da müssen wir ja auch noch einen Pokédex-Eintrag vervollständigen für eine Nebenquest. Mache ich jetzt einfach mal direkt mit hier, wenn wir eh schon die Gelegenheit dazu haben. Ach, natürlich. Ich habe das Gefühl, diese Zentnerbälle bringen gar nichts. Die sollen ja angeblich so eine hardcore-hohe Fangchance haben oder ermöglichen. Aber so auch aus dem Bauch raus würde ich sagen, das ist irgendwie totaler Quatsch. Jedes Mal, wenn ich so einen blöden Ball geworfen habe, sind die Pokémon da wieder rausgesprungen. Gerade so eben konnte ich dem Kleinstein noch ausweichen. Nein! Ach, wobei, ist auch okay. Hey, ein Karpador! Moment, ich will das Karpador haben. Du bist sehr, sehr süß. Hier schwimmen ja total viele rum. Was ist das hier, ein Karpfenteich oder was? Sehr, sehr schön. Ja, liebe Leute, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.